grau und nass und ein bisschen kühl, 18 Grad circa. Also ich finde dieses hier gar nicht so schlecht, das Strickshirt ohne was drunter. Aber ich habe auch was Neues, das ist diese Bluse hier. Ich glaube, ich habe Lust, diese Bluse hier zu kombinieren. Ich zeige sie euch gleich nochmal angezogen, das ist so eine Wickelbluse. Okay, das ist jetzt das Outfit des Tages. Ich habe mich ja für diese eine leichte Wickelbluse entschieden. Diese Wickelbluse lässt sich einerseits so rum anziehen und vorne binden. Es gibt so viele Techniken. Ich glaube, 7 unterschiedliche Varianten, diese Bluse anzuziehen. Und dann kann man auch das Rückteil vorne anziehen. Also praktisch, dass das hier vorne ist und dann praktisch hinten wickeln. So viele unterschiedliche Varianten. Ich finde es sehr schön, weil ich fühle mich in dieser Bluse so ein bisschen wie in einem Kimono, so ein kleines bisschen, wie als hätte ich so was Asiatisches an. Und ich habe mich jetzt hier so ein bisschen entschieden, hier keinen großen Knoten reinzumachen, sondern ganz fein zu halten. Diese Bluse, die ist von der Marke Lavia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bei den Ärmeln hatte ich überlegt, ob ich sie mir doch nicht vielleicht ein bisschen kürzen lasse. Aktuell, finde ich, geht es ein bisschen, aber man merkt schon, ein bisschen kürzer könnten die schon sein. Die Hose, die ist von Given Berlin, die kennt ihr ja schon, die habe ich seit längerem. Das ist eine Culotte. Beide leichten Teile sind heute aus Tencel. Und die Hose hat auch hier oben am Bündchen, Entschuldigung, kein Gummibündchen hier vorne, sondern nur hinten. Und mittlerweile wünschte ich, dass es hier auch ein Gummibündchen gäbe, denn dann würde sich der Stoff hier einfach so ein bisschen anders verteilen. Und so für die Schuhe, falls es heute rausgeht, habe ich mich hier für diese Sneaker entschieden. Die sind so ein bisschen hautfarben, haben so eine weiße Sohle. Es sind eigentlich Laufschuhe, deshalb ultra bequem. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ich mag das. Und ich dachte mir, falls die Sonne rauskommen sollte, ich glaube zwar nicht, aber für die Optik, falls es so sein sollte, könnte ich ja den Hut auch nochmal anziehen. Ich finde, der hat sowas sehr, sehr Klassisches und irgendwie wirkt er sehr stylisch. Einfach nur stylisch, aber muss nicht sein. Das ist nur so für, wenn man mutig ist und irgendwie Lust hat auf was richtig Cooles. Nochmal kurz zu der Farbe Schwarz. Ich wurde ja schon häufiger gefragt, weshalb ich Schwarz als Soft Summer trage. Und ich finde das gar nicht so dramatisch. Ich finde, hier am Dekolleté sieht man es schon, dass ich ein bisschen blass bin. Aber was mein Make-up angeht, finde ich, geht das einigermaßen. Und ich sehe das mit diesen Farbgeschichten nicht so streng. Und das empfehle ich euch auch, das habe ich ja in den letzten Videos auch gesagt, hin und wieder doch auch so ein paar kleine Ausflüge in die anderen Farbregionen zu machen und das einfach nicht so eng zu sehen. Das macht nur unglücklich. Wollen wir essen? Oh mein Gott, jetzt vorsichtig. Hallo meine Freunde, heute ist Dienstag, wir haben wieder besseres Wetter, es ist Sonnenschein und auch wieder 18 Grad circa. Meine Allergie ist immer noch im vollen Gange, ich kriege so schlecht Luft durch die Nase und kriege dann beim Reden immer eine Schnappatmung. Und das spielt jetzt hier weniger eine Rolle, ich wollte nur einen kleinen Disclaimer machen. Heute habe ich mich für einen Look entschieden, den ich schon einmal gestylt habe. Den zeige ich euch hier nochmal auf dem Foto. Das ist ja aus dem letzten Video, das verlinke ich euch hier oben. Da habe ich ja über das mühelose Schick gesprochen und ich style so einen mühelosen, schicken Look sehr, sehr gerne im Sommer, weil ich immer finde, dass man damit ziemlich ja, einfach eben gut gestylt ist, gut angezogen ist und gleichzeitig auch zurückgelehnt und unkompliziert. Und in dieser Stilrichtung greift man ja auch immer ganz gerne zu Stoffen, die eine gute Qualität haben, die leicht sind und unkompliziert sind, die aber so ein bisschen hochwertiger sind. Deshalb trage ich heute hier mein Ripflex T-Shirt in Schwarz. Das ist von Organic Basics. Ich stelle fest, dass die Farbe Schwarz jetzt wieder immer mehr und immer mehr Einzug in meine Garderobe hält, was ich einerseits ein bisschen merkwürdig finde, weil ich jetzt so die letzten Jahre davon Abstand genommen habe, aber jetzt feststelle, dass das immer mehr Thema wird und ich gehe einfach so ein bisschen mit dem Flow mit und finde das jetzt auch nicht so dramatisch.
Und die Hose hier, die ist von Armed Angels. Das ist ihre Paperback-Hose aus einem gewebten Tencel-Stoff. Und ich finde diese klassische Farbkombination Beige, Weiß und Schwarz irgendwie zeitlos, funktioniert immer. Das ist ein super komfortabler Look, wenn man viel unterwegs ist oder wenn man sich viel bewegen möchte, weil man einfach so viel Platz hat. Und das T-Shirt an sich ist ja auch ein schönes stretchy T-Shirt, was aber immer noch Figur zeigt. Ich finde das so klasse, dass das ohne Elastan auskommt und rein auf Biobaumwolle basiert und man hat trotzdem so eine richtig schöne Bewegungsfreiheit. Der Schmuck ist von Daisy Jewelry, die finde ich auch richtig klasse, weil sie einfach sehr, sehr schöne, unterschiedliche Varianten an Schmuckstücken haben, die aber auch auffallen. Und besonders auf Schwarz, finde ich, fällt das schon ziemlich auf. Wenn es danach herausgeht, werde ich wahrscheinlich zu dieser Handtasche greifen. So als Crossbody finde ich das immer sehr, sehr, sehr praktisch. So als Mama ist man damit einfach, hat man zwei freie Hände und man kann hier Schlüssel, Portemonnaie verstauen und so Kleinigkeiten, die man halt so braucht im Laufe des Tages. Und weil es heute auch sonnig ist und wir einfach richtig schönes Wetter haben, werde ich vermutlich auch zu meinem weißen Basecap greifen und das dann nachher einfach überziehen, wenn es dann rausgeht. So ein Basecap, gerade in so einer weißen, neutralen Farbe, finde ich, ist immer etwas sehr Sportliches, aber gleichzeitig auch Schickes, weil weiß ist einfach, ich finde weiße Kleidung und alles, was so weiß ist, hat immer so einen leicht schicken, gehobenen Charakter. Und bei Basecaps muss man sich, finde ich, gar keine Sorgen machen, dass da irgendwie großartig was dreckig wird, denn das ist kein Kleidungsstück, was man so am Körper hat, wo man sich irgendwo draufsetzt oder irgendwo dran lehnt oder so. Das ist einfach hier oben am Kopf und das Einzige, wo es so ein bisschen dreckig ist, ist dann halt hier der Make-up-Rand, den man halt so von der Stirn mitnimmt. Ansonsten finde ich, ist das eine klasse Variante für alle, die so ein bisschen Schatten haben möchten im Gesicht. Aber auch darauf achten, dass es so ein kleines bisschen stylischer aussieht, als wenn man Lust drauf hat. Fertig mit der Impfung und jetzt fahre ich nach Hause und es ist jetzt schon so heiß draußen, dass mir alles runterschmilzt. Wenn ich gleich heimkomme, dann werde ich mich nochmal richtig umziehen. Und wenn ich dann jetzt schon mal unterwegs bin, bringe ich gleich auch nochmal eine Bestellung weg. Ich habe auch vor, jetzt bald wieder anzufangen, mich mehr darum zu kümmern, dass wir wieder die Sachen, die ausverkauft sind, wieder reinkriegen. Und auch eine neue Kollektion zu zeichnen. Ich bin richtig inspiriert, auch mehr so in diese klassische Richtung zu gehen. Zwar auch weiterhin für die Farbtypen was zu entwickeln, weil ich das einfach klasse finde, Teile da zu haben, die wirklich für die jeweiligen Farbtypen geeignet sind. Aber diesmal nicht ganz so bunt zu gehen und wirklich mehr in Richtung klassisch, vielleicht nur zwei Farbtöne, vielleicht sogar drei und vom Muster her sehr, sehr simpel zu gehen und einfach zeitlose Teile zu machen, die ein bisschen erwachsener vielleicht aussehen. Weil diejenigen, die meine Kollektion bislang kennen, die wissen ja, dass das farbenfroh ist, dass das fröhliche Motive sind häufig und ein bisschen abstrakt manchmal, aber trotzdem. Und ich habe das Gefühl, es zieht mich ein bisschen in eine andere Richtung und es ist Zeit für was Neues. Hallöchen, meine Freunde. Heute soll es richtig warm werden. Es soll ja bis zu 26 Grad warm werden. Und ich habe ja schon ein paar Clips gefilmt. Wir waren schon heute Morgen bei der Impfung mit Matteo. Und jetzt ist er bei Oma und Opa in der Betreuung. Und ich bin jetzt erst dazu gekommen, mich wieder umzuziehen, weil ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten in diesem Strickshirt. Es ist einfach viel zu heiß jetzt schon. Mir läuft schon die Suppe. Und deswegen habe ich mich hier für dieses Kleid heute entschieden. Ich muss gestehen, ich habe so eine kleine Hassliebe mit diesem Kleid, weil es lässt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen binden. Ihr seht ja, hier sind solche Schnüre, die man dann halt über Kreuz und rundherum verteilen kann und dann einfach binden kann. Man kann das Ganze auch, ihr seht ja, hier ist ja eine Öffnung, man könnte praktisch das so binden, dass die Schnüre hier lang verlaufen. Man kann das Ganze angeblich seitlich binden. Aber bei mir hat das bisher nie richtig gut ausgesehen, dass es auch vorteilhaft aussieht. Ich finde immer, das sieht ein bisschen um die Brust herum komisch aus. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen die einzige Art und Weise, wie ich dieses Kleid binden kann, dass es mir auch gefällt und dass es auch vorzeigbar aussieht. Bislang. Ich kann ja noch ein bisschen was ausprobieren.
Das Kleid, die Marke, die werde ich euch hier unten reinschreiben. Das weiß ich jetzt nicht mehr so auswendig. Der Schmuck, der ist von Bruna. Ich fand halt diese Kette super passend dafür, weil ich jetzt auch hier nicht besonders viel Platz habe, um Schmuck zu layern. Die Schuhe, die sind von Espadrille. Und die kennt ihr ja schon, die habe ich ja häufiger schon gezeigt. Und die Tasche, da werde ich euch die Marke auch mal hier unten reinschreiben. Bin mir auch gerade nicht mehr wegen der Marke sicher. Aber ich fand halt diese hier sehr, sehr passend. Gerade wenn es so Sommertage sind, dann finde ich das immer schön, wenn es so ein bisschen tropisch aussieht. Ja, das wäre dann das Outfit für den heutigen Tag. Heute ist auch wieder Tag 2 meiner Haare. Dann kommen die meistens in so einen Zopf rein. Dann habe ich auch keine Lust mehr, sie offen zu tragen. Zumal aktuell habe ich nicht besonders viele. Die sind mir alle abgebrochen und denen geht es nicht besonders gut. Ich habe jetzt auch schon ein neues Shampoo bestellt, beziehungsweise jetzt auch noch eine Variante gekauft und eine Pflege. Und dann gucke ich, ob es denen besser geht. Ich habe jetzt so eine juckende Kopfhaut und da muss ich ein bisschen darauf achten, dass ich was Passendes finde. Hallo meine Freunde, heute ist Donnerstag und heute ist der heißeste Tag der Woche, soweit ich das weiß, und heute ist es richtig, richtig heiß. Die Jeansjacke habe ich jetzt gerade nur an, um einfach nochmal kurz zu zeigen, die Kombination, wie das so zusammen aussehen könnte, was ich heute trage. Denn heute Morgen bin ich auch einmal kurz so rausgelaufen, kurz zum Bäcker, denn so eine Jeansjacke sieht über einen flowy Rock und so zu so Flipflops zum Beispiel, wie ich sie jetzt hier habe, diese bunten, sieht es auch immer, finde ich, sehr cool aus, weil eine Jeansjacke einfach zu allem passt und alles so ein bisschen sportlicher und cooler aussehen lässt. Und ich weiß nicht, gerade so in dieser kurzen Variante ist das ein Garderoben-Staple, also ein Must-Have meiner Meinung nach, das gerade auch so im Sommer sehr gut zum Einsatz kommen kann, wenn man gerade so diese frischen Morgen hat oder wenn es abends ein bisschen kühler wird, egal ob es jetzt ein 30-Grad-Tag ist oder nicht. Ich wollte jetzt mal ganz kurz umziehen. So finde ich das super angenehm, gerade bei diesen super hohen Temperaturen heute. Ich habe mich für etwas sehr Leichtes entschieden, also für eine trägerlose Unterwäsche, wo ich die Träger jetzt hier, dass sie halt hier nicht rausblitzen, dass die Spitze hier von dem Oberteil auch richtig gut durchkommt. Und dieses Kleidungsstück, das ist auch ein kleines bisschen luftiger und ein bisschen weiter gehalten, sodass das nicht an mir klebt und irgendwie zu nah am Körper dran ist und ich dann schwitze darunter. Und dieser Rock an sich, das ist ein älterer Rock, den ich schon seit längerem habe, der ist super, super flowy. Der ist aus Viskose und das ist der leichteste Rock oder das leichteste Kleidungsstück, das ich besitze. Denn es sieht vielleicht nicht ganz so aus, aber es ist sehr luftdurchlässig und man fühlt sich darin sehr wohl, obwohl es halt volle Länge hat. Und ich finde gerade auch bei so heißen Temperaturen, finde ich so eine Handtasche wie diese hier, die so ein bisschen tropisch aussieht, die so eine gewisse Leichtigkeit an sich hat, die jetzt nicht heftiges Leder ist, finde ich irgendwie stimmig und passend und irgendwie auch eine sehr coole Variante. So, im Insgesamten würde ich diesen Look heute so ein bisschen als sportlich Boho bezeichnen, was ich finde, für den Sommer passt es einfach sehr und es ist eine sehr unkomplizierte Kombination, die zu allem Möglichen geht, also zu allen möglichen Aktivitäten. Ich brauche keine Angst zu haben, dass irgendwas dreckig wird. Ich meine, klar habe ich jetzt trotzdem schon einen Spaghetti-Fleck hier auf meinem Oberteil, aber trotzdem, das geht alles sehr leicht raus und es sind Materialien, die leicht zu pflegen sind. Hallo meine Freunde, guten Morgen. Heute ist leider schon Montag. Ich habe es jetzt nicht geschafft, mein Freitagsoutfit mit zu filmen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Das ist halt einfach sehr trubelig gewesen und ich glaube, ihr habt auch schon Verständnis dafür, dass man mit einem kleinen Kind und mit so einem vollen Leben und einem vollen Wochenende einfach nicht so sehr dazu kommt. Aber dafür dachte ich, teile ich mein Montagsoutfit mit euch. Denn ich habe mich heute wieder für meine Paperback-Hose entschieden. Die Birkenstock-Schlappen, die ich richtig klasse finde, weil die Farbe einfach total zeitlos ist. Und wirklich zu so meist den meisten Sachen passt. Die haben ja diese schwarze Sohle, die finde ich ziemlich robust ist für draußen. Ich habe ja auch Hausschlappen von Birkenstocks und die sind rosa und weiß und also haben eine weiße Sohle und das ist ein bisschen anfälliger für Schmutz und so weiter. Und wann immer ich diese Paperback-Hose trage, ich meine, Möglichkeiten hat man mit der ja wirklich viele, finde ich aber, dass gerade so mit meiner Figur, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich eine enge obere Schicht habe. Wenn ich so eine Art Tanktop anhabe, wo es so ein bisschen körpernah ist. Also ihr seht ja, das ist nicht super, super eng, aber das ist auf jeden Fall eine Schicht, die ein bisschen mehr anliegt im Körper. Jetzt nichts, was hier auch noch so überbauscht und ja, so locker dran liegt.
Oder halt so ein Ripp-T-Shirt, habe ich ja auch einige. Das sind halt einfach schöne körpernahe Sachen, denn wann immer ich so eine sehr weite Schicht habe und diese Paperback-Hose, die ist ja wirklich für mich, ich liebe sie so sehr, sie hat so ein bisschen was von Arbeiterstyle, weil hier einfach sehr, sehr viel Stoff ist und ich finde das so klasse, weil das halt einfach luftig und leicht und einfach ein schöner Stoff. Aber dann brauche ich halt für obenrum so einen kleinen Ausgleich, sonst ist mir das alles zu viel und dann sehe ich wirklich aus wie ein Penner. Und dazu trage ich dann auch meinen Stillnest-Schmuck. Ich finde ja diese Kette sehr, sehr schön, weil das Alter einfach ein sehr graziler, sehr feiner Pendant ist mit hier der Satellite, glaube ich, Kette. Und dann auch noch diese hier dazu, weil hier kann man nämlich ganz gut die Länge einstellen, denn das ist einfach nur diese Sorte Kette komplett rundherum. Und man kann dann halt einfach dort einhacken, wo man halt gerne möchte. Und die Länge dann einstellen, das finde ich sehr schön. Heute soll es ja wieder richtig schön warm werden. Ich merke das auch schon, mir läuft die Suppe jetzt auch schon wieder. Und deswegen dachte ich, so leichte Schichten, kurze Sachen sind einfach genau das Richtige für heute. Ja, das war jetzt mal was komplett Neues. Ich hoffe, euch hat diese Art Format gefallen. Da lässt sich ja noch vieles machen und so ein kleines bisschen auch verändern. Schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, ob euch diese Art Format gefällt und ihr mehr so ein zurückgelehntes, unkompliziertes aus dem Leben heraus an Outfits sehen möchtet oder ja, welche Videos ihr euch generell jetzt demnächst wünscht. Schreibt es mir gerne unten, das ist immer schön zu wissen, dann kann ich meine Art Content auch in die Richtung planen. Und ansonsten könnt ihr euch hier in meinen Newsletter eintragen, dort gibt es ja wöchentlich eine E-Mail zum Thema Garderobe mit Intention aufbauen, was macht für euch Sinn und so weiter. Und hier an dieser Stelle seht ihr mein letztes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!